Heute seht ihr die unglaublichsten Roblox-Videos auf der ganzen Welt. Wenn ihr nicht diese coolen Spiele verpassen wollt, dann guckt auf jeden Fall bis zum Ende und los geht's. Oh, Cosmo, hörst du mein Gott! Heulen? Was ist das? Was war das? Ich weiß auch nicht, wo wir hier gerade sind. Guck dir das mal an. Oh mein Gott. Das sieht so gruselig. Mein PC! Hä? Was ist mit meinem PC los? Und auch noch irgendwie so komisch. Ja, guck mal, man sieht ja gar nichts auf den Monitoren und so. Ist ne? so, das ist ja komplett am Rauschen da alles, aber... Warte mal, lass mal gucken, warum das hier Heule hier rum ist, ne? Oh Gott, wo sind wir hier? Hä, was? Das träume ich doch gerade, oder was? Sind wir hier in unserem Traum? Kneif mich mal bitte. Ich glaube, das ist echt ein Traum, oder? Warte mal, hier, was sind das überhaupt für. Was sind das für Würmer, die kneif da reinkommen? Kneif mich mal. Au, ey, okay, ja, gut. Die sind anscheinend doch nicht im Traum. Die sind echt voll die komischen Würmer. Aber die darfst du nicht berühren, oder? Doch, darf man berühren. Guck mal, das sieht so aus, als wären das so Arme oder sowas. Ach so. Hä? Dann ist hier irgend so ein krankes Monster oder so ausgebrochen, ne? Das glaube ich nicht. Das träumen wir doch safe zusammen gerade, oder nicht? Ich weiß es nicht. Okay, lass mal ein bisschen weiterlaufen. Ja, okay. Also denkst du, das ist hier irgendwie so ein... Der Kraftraum? Kraftraum? Hier denkst du, das ist ein Albtraum, wo wir hier drin sind? Das sieht auf jeden Fall nicht normal aus. Das könnte sein. Ey, okay, der Raum eben war zu. Ich höre das Geheule lauter. Stimmt. Hier! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hinter uns. Guck mal hinter uns. Wow, was ist das denn? Oh mein Gott. Finde den Kraftraum. Ja, den hatten wir auch eben schon. Der war doch da eben gerade, oder nicht? Oh mein Gott, wo ist er hin? Der ist durchgezogen gerade, glaube ich. Hä, der ist echt durchgezogen. Oh mein Gott. Okay, ich bin im Kraftraum. Ist der hier noch irgendwo? Hallo? So, jetzt müssen wir anscheinend hier einmal das Strom wieder anmachen. Okay, sehr gut. Mach mal. Und zack. Habe ich angemacht jetzt hier, ne? Sehr gut, okay. Und jetzt Strom an, ja? Und jetzt, so, jetzt wo das schon wieder an ist, sollten wir wieder Licht haben. Alles klar, dann lass mal wieder weitergehen jetzt hier, wo wir eben waren. Oh, das ist doch ein ganz, ganz schlimmer Traum hier, oder was? Ja, ist irgendwie schon so. Das ist hier der Packraum. Raushalten. Oh mein Gott, hier sind Blutfußspuren. Was? Hier auf den Lüft zeigen. Oh mein Gott, und der Lüftungsglas geht einfach von alleine auf. Ist so. Sicher, hier ist ein Brief. Zeig mal, niemand hat mir gesagt, dass der Erfolg nicht leer lässt, wenn niemand da ist, mit dem du ihn teilen kannst. Was? Okay. Alter, voll deep hier die Sachen, okay? So, dann lass mal hier durchgehen, lass mal... Oh mein Gott. Alter, ist einfach zugegangen. Auf einmal eingesperrt im Lüftungsschacht, oder was? Ich weiß, echt komisch. Oh, hier lang. Oh, so, lass raus hier jetzt. Lass echt hier raus. Ich mag das so eng nicht. Das ist auch irgendwie... Könnt ihr vielleicht irgendwo das Monster sein mit den blutigen Fußspuren? Ich glaube nicht, oder? Oder vielleicht der geweint hat. Aber meinst du, der Packstabber hat geweint, oder was glaubst du, wer war das? Oder vielleicht irgendwie der Packstabber entführt hat. Das kann natürlich auch sein, ne? Oh Gott, Alter. Was ist mit der Kiste passiert, hä? Die ist auf einmal hingefallen. Warte mal, hier war gerade jemand. Wir waren doch hier sogar schon drin, oder nicht? Ja, stimmt, das sieht auch aus wie dieser Elektroraum oder sieht wie? So, also sieht so ein bisschen, aber ohne diesen Elektro-Dingens. Okay, laden wir erstmal hier. Ja, das ist ein bisschen komisch irgendwie, ne? Also irgendwas ist hier ganz verkehrt, glaube ich. Oh Gott. Oh, pass doch auf! Was machst du? Ja, auf einmal kam da von rechts, das habe ich gar nicht gesehen. Du musst auch aufpassen, aber hier vorne. Warte, ich komme wieder. Das habe ich gar nicht gesehen, auch aus dem Nichts kam. Also das. Hier irgendwo muss es doch bestimmt auch einen Weg nach draußen geben oder so, oder? Ja, danach suchen wir ja, ne? Schnell. Oh mein Gott, das war wieder ganz knapp, wie du da läufst. Sag mal. Naja, alles ist schon. Warte mal. Hier? Nicht den Hebel? Hier waren wir doch gerade. Ist das doch der Kraftraum, oder nicht? Das ist doch ein Labyrinth, oder was? Nicht den Hebel stören. Komm. Oh mein Gott! Was hast du aufgemacht? Oh mein Gott, Was hast du denn da aufgemacht? Alter! Hilfe! Oh mein Gott! Hilfe! Wo sind wir? Ich will hier raus! Wie komme ich hier? Ich sehe dich da unten! Ich kann gefühlt gar nicht mehr die Luft anhalten. Ich ertrinke, Kaspar. Nach oben. Was? Wo sind wir denn jetzt? Okay, das Wasser ist anscheinend rausgepumpt worden, oder was? Anscheinend schon, ja. Irgendwer hat uns gerettet, aber wer? Wer hat uns gerettet? Okay, finde die Kiste im Kreis. Hier vorne, hier ist noch eine Kiste. Und dahinter dir ist auch noch eine Kiste. Ey, was war denn jetzt da los? Guck mal, wie stark ich bin. Guck mal, wie ich anhebe. Ich nehme auch mal eine Kiste. Ab in den Kreis damit, ne? So aber auch, meine steht auch schon oben drauf. Sehr gut. Zack, dann haben wir die hier. Dann nehme ich die auch mal. Ui. Ja, sehr schön, okay. So soll das. Ey, also das ist echt schon, ich glaube, das ist hier so ein altes, leeres Schwimmbecken, ne? Ja, hat jemand das Wasser abgelassen? Aber es sah schon irgendwie ein bisschen gruselig aus. Ich habe gedacht, jetzt kommt von unter uns irgendwie so ein Hai oder sowas, ne? Ja, hätte ich auch gedacht. Als wären wir runtergezogen worden oder so. Ja, ich kann auch nicht mehr hochschwimmen. Nee, ich auch nicht. Hier war noch gerade, weil hier ist noch ein Brief. Hier steht,
Ich sehe dich. Du siehst mit so einem Smiley einfach. Stimmt, du bist ja provokant, ne? Schon ein bisschen. Okay, jetzt haben wir, glaube ich, alle Kisten jetzt hier genau gesammelt. Mach rauf da und zack. Hier und lass den nach oben. So. Und dann... Ja, so, ich bin hier drüben. Checkpoint. Richtig. So, sehr gut. Okay, oh Gott. Warte mal, was sagt der? Hey, der Raum wird doch irgendwie kleiner hinten, oder nicht? Ja, du hast recht, der wird kleiner, oder? Das ist eine optische Illusion. Au! Also, dass du jetzt hier drauf gehst, ne? Das ich bin gestolpert, mein Gott, kann doch mal passieren. Also, echt. Oh Gott, das ist echt voll. Hä, das ist echt voll crazy. Oh Gott, ich will nicht durch die Tür gehen. Oh mein Gott, wieso sieht das so krass aus? Ich höre irgendwelche Geräusche. Ich geh durch. Okay, komm, ich geh auch durch. Oh Gott, da ist er, oder? Was ist das da links? Das ist, glaube ich, der Pack-Server, ne? Das ist eine Puppe oder sowas von ihm. Hallo? Macht der irgendwas? Nur der will er raus. Dagegen. Der hat schon fast das Glas kaputt gemacht, ne? Oh Gott, dann weg. Okay, pass auf. Und erst noch einer, der das Glas kaputt macht. Oh Gott, pass auf. Oho. Ja, lauf. Oh mein Gott. Okay, ich bin auch drin. Er kommt, steht da. Er kommt, was? Oh nein. Über uns oder so? Hinter uns? Stelle dich deinen Dämonen. Oh nein. Okay, Lauf. Wo soll ich hin? Ich seh ihn vor mir. Ugly, nutzlos, ey, was? Wo ist er? Dumm, fett, alleine. Unbeliebt. Was? Schwerlos. Was? Was? Was soll das denn? Wieso meckert der uns hier an? Was? Das sind unsere Dämonen. Hä? Hast du den Schlüssel schon gefunden? Nein, verdammt. Der muss hier irgendwo sein. Da hinten ist ein Pfeil. Wir sind zum Pfeil. Geh am besten nicht zu dem hin, ne? Ja, oh mein Gott, Alter. Was ist? Alter. Geh nicht! Oh mein Gott! Der ist voll durch am Durchdrehen jetzt! Hey, was hast du? Hilfe! Hey, bei dir nicht! Wo ist denn die Schlüssel her? Oh mein Gott, der hing da an der Wand! Du musst zu ihm gehen! Du musst zu dem Packstabber in die Nähe gehen! Der zeigt dir dann den Weg! Oh mein Gott! Das ist ganz gruselig! Okay, Alter, ich hab sie gerade in so einen Raum reingeschafft! Alter, der humpelt ja voll! Humpelstilzchen! Alter, das war richtig gruselig gerade! Ey, der ist direkt hinter mir! Der ist voll nah dran! Muss ich eh drücken an der Tür? Wo bin ich? Ja, nee, einfach durch! Oh, vergessene Erinnerung. Ich hab's geschafft. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Sind wir vielleicht vergessene Erinnerung? Wir sind in irgendeinem geheimen Raum. Unsere schlimmsten Momente oder sowas, ne, die wir alle verdrängt haben. Träume, glaube ich. Müssen wir hier rüber? Hä? Alter, wir können voll... Guck mal. Ach, da müssen wir hier hochspringen. Wie ein Traum. Oh mein Gott, okay, warte. Yippie. Das ist echt ein Albtraum. Als ob du schon wieder runtergefallen bist. Wieso? Passiert doch mal. Mann. Also echt. Kann doch mal passieren da, sag mal. So hier, schlecht. Komm mal rüber hier. Oh, und zack. Okay, ich warte auf dich. Hier musst du zum Auto hin. Und jetzt zum Auto. Zum Auto, genau. Endlich, Auto, auch mal geschafft hier. Alles Guck mal, hier haben wir zwei Brötchen geschmiert in der Zeit. So, und jetzt müssen wir hier gegenüber rauf, oder was? Auf die Laterne. Wow. Hey, sag mal. Nur der Profi steht auf der Laterne. Ja, ja. Okay. Ab da. Aha, so, und jetzt ja auch rüber, okay. Jetzt müssen wir hier rüber und jetzt. Noch weiter nach oben anscheinend, ne? Ja, hier wieder rauf und jetzt hier rauf. Mein Gott. Warte, hier ist ein Toter. Was? Auf Wiedersehen, mein Freund. Guck mal, das Auto löst sich auch auf oder sowas. Hier, das andere Auto eben auch, aber der ist noch nicht tot. Der war ein Toter, das ist so markiert. Was? Hey! Also du bist echt schecht, ne? Hier ist ein Pfeil, wo du hin musst. Ich sehe es nicht. Also echt, ich mach jetzt hier weiter. Ich geh jetzt hier weiter. Mach mal, zeig mal, wie gut du bist. So, jetzt spring ich hier rüber. Ja, guck mal, ich bin jetzt direkt da zur geheimen Tür. Ich war jetzt hier oben bei der geheimen Tür. Geheime Tür, ja. Komm hoch. Aufgeben? Was ist denn das da oben? Hä? Nee, wir wollen nicht aufgeben. Nee, du hast aber... Oh, rauf! Okay, genau, sehr gut, dann komm rein hier. So, ich bin in der Tür jetzt hier drin, mal gucken. Wo geht's hier hin? Und. Oh mein Gott, wo ist das? Guck mal, da sind wieder diese Würmer, aber diesmal sind die rot. Ja, stimmt, du hast recht. Und jetzt müssen wir den richtigen Weg auswählen. Okay, rechts war es schon mal nicht, leider. Da wartet er. Okay. Ich glaub's nicht. Ja, das ist wieder links. Okay, du links, ich rechts. Oh mein Gott, ich wollte dir mal. Gut, dass ich noch gewartet habe. Jetzt musst du vorgehen. Jetzt bin ich auch gerade eben vorgegangen. Ja, ich sag, es ist rechts. Ja. Logisch war es rechts. Das war so leicht. Was für logisch? Ja. Gar nicht logisch. Oh Gott, was. Okay, hier raus. Stromkabel oder so sind die hier gerade, ne? Ja, passt. Und drüber hier, sehr gut. Aber wer war denn, dass der jetzt so geweint hat? Denkst du, wir können ihn noch weiterfinden? Das muss der gewesen sein, der Packstabber. Guck mal, hier sind überall Würmer und jetzt sind hier so Löcher. Wo sind die Löcher? Hier irgendwo in so ein Wurm. Ja, das sind doch so Tügel hier, die aus der Erde kommen. Nein. Ich glaube, da kommen die Würmer raus. Stimmt, oder könnte gut sein, ne? Denkst du, wir müssen woanders hier so lang? Hier so guck mal, die Würmer greifen doch auch die Stadt an hier links. Ja, das sind böse Würmer. Also die Stadt ist komplett... safe. Oh Gott, pass auf.
komplett gedehnt. Aua, du darfst das nicht berühren. Also dieses, echt, dieses wie oft stirbst du denn? Digga, das ist immer das dritte Mal oder sowas. Riechst nee, du dich auf? Keine Ahnung, schon übertrieben viel. So, ich bin jetzt hier. Gar nicht. Ich gehe jetzt hier gerade schon weiter. Ich sag dir, da kommt gleich ein Abschnitt, da kommst du nicht weiter. Nee, ich bin ja schon ohne Tode, du bist doch also auch schon. Echt? Wie kann man denn da nochmal drauf gehen? Wieso? Jetzt hör mal auf, sag mal! Ich kann auch nichts dafür. Hier lang, okay, so, dann hier aufs blaue Auto drauf. Mhm, und jetzt hier rüber, über diese. Was sind das überhaupt? Das sind ja auch Spikes. So Körper oder sowas. Nein, das sind Spikes. Das sind keine Das sind Nägel reingehämmert. Keine Ahnung, was das und sein soll. Du trittst einmal auf die Nägel rauf. Ich glaub's Ach komm, nicht. weiter, einbrechen hier in die Fabrik. Wo sind wir denn jetzt hier gerade? Hier hinten in der Ecke ist was. Ein Abzeichen, oh mein Gott, ich wusste es. Ist gar nicht. Berühre die Spinnweben nicht. Okay, dann lass mal rechts rumgehen jetzt hier. Wow! Was ist da? Oh nein! Oh nein! Hexdiver, Alter! Als Spinne! Was? Spring! Oh mein Gott, oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott, wenn man die sieht. Lauf. Oh mein Gott, die sieht man viel zu spät. Alter, die ist echt viel. Oh, Alter, der ist voll schnell. Oh mein Gott! Spinnendingens. Oh mein Gott! Oh oh. Oh, weiter. Ausweichen! Jetzt schnell! Ich weiß. Wow! Oh mein Gott, man sieht die echt voll spät. Wow! Hey, nein! War das jetzt gut oder war das schlecht? Ich glaube, das war gut. Ich glaube, das war sehr, sehr gut. Ich glaube, das war richtig schlecht. Jetzt sind wir noch tiefer. Gar nicht. Weißt du, wie werden wir sonst entkommen? Ja, aber sind wir in der Kanalisation? Wir müssen erst auf der Kanalisation. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der Kanalisation entkommen. Ja, irgendwo hier. Oh mein Gott, pass auf! So, echt? Ich hab die nicht gesehen. Ich hab die nicht gesehen. Wir haben eine riesen Taschenlampe an der Brust. Wie kannst du das nicht sehen? Sehr gut. Okay, dann hier sind auch noch Spikes, falls du die nicht siehst. Ja, doch, die hab ich gesehen. Okay, das geht ja auch schon wieder auf jetzt hier, ne? Oh, ist auch schon wieder zugegangen. Ja. Die ist wahrscheinlich rüber. Ach. Ja, ich auch. Okay, wichtig. Sehr gut. Und jetzt? Ja, wir sind halt ausgewichen, ne? Das haben wir halt gemacht. Oh Ach, Gott. Meinst du, jetzt ist der Geheimweg? War das der Geheimweg? Ich glaube, es war der Geheimweg, den wir haben. Oh mein Gott. Da ist ja schon wieder da rechts. Guck mal. Ja, und ist besser ganz traurig. Der heult oder sowas. Hä? Wo ist denn der so traurig gerade? Oh mein Gott, pass auf da. Oh mein Gott. Die Spikes sind heftig, ne? Ja, safe. Oh mein Gott! Ja. Jetzt! Hier sind die Fußspuren wieder. Ja, stimmt, die blutigen Spuren. Warte mal, hier links geht's weiter. Hier sind auch noch weiter. Das ist hier so ein Spiegellabyrinth. Glaubst du? Ja, safe. Ich habe noch nicht berührt. Stimmt. Aber hier kannst du den Fußspuren folgen. Hier lang. Hier, da müssen wir. Ja, ist ja voll leicht, das Spiegellabyrinth. Ist ja voll einfach. Ich dachte eigentlich, dass der gleich kommt oder so, ne? Und uns verfolgen will. Was sind das denn jetzt hier für Murmeln? Das ist hier eine optische Illusion oder sowas. Zieh ich durch! Schon so schnell, wie es ich wird kann. Immer kleiner, der Raum da hinten, Alter! Oh mein Gott! Hä? Oh mein Gott, das ist voll Verwirrung gerade. Optische Illusion. Oh mein Gott. Okay, die Bälle sind ja mega groß gerade neben uns geworden. Ja, auf einmal von ganz klein zu ganz groß. Ich weiß. Ey, wo ist denn jetzt der Gewalt? Der Raum wird immer länger, das wiederholt sich doch jetzt hier auch. Achtung! Wenn wir jetzt hier drauf gehen, dann ist man richtig schlecht. Oh mein Gott, schon wieder ist der klein geworden. So, Achtung, der ist richtig groß jetzt hier neben uns. Ja, und vorne sind wir aber ja. durch den Raum jetzt durch, ne? Auch das wichtig. Das sieht aus wie ein Ausgang. Sieht echt aus wie ein Ausgang, ne? Hier, Lüftungsschacht. Okay, wir sind... Ja. Alter, der ist aber voll groß diesmal. Oder sind wir diesmal jetzt geschrumpft? Doch. Nee, ich glaub, wir sind normal groß. Alles gut. Oh Gott. Ehrlich? Oh Gott. Was machst du? Pass doch auf. Ich bin ausgerutscht. Und zack, so, habe ich doch auch endlich mal geschafft. Ewigkeiten gebraucht. Hat echt ewig gedauert. Okay, komm, lass mal weiter hier. Ja, okay, und... Oh, Sprung! Ja, okay. Stell dir vor, da wärst du draufgegangen. Oh, hier musst du aufpassen. Hier musst du laufen dabei. Und an die Leiter springen, ne? Oh Gott, ja. Ich hab's nicht. Ja, natürlich hast du es nicht. Es war ja klar, dass du es nicht hast. Was soll das denn heißen? Sag mal. Es hat echt nicht. Ich dachte ja mal, ob ich es erinnern, wo du auch tausendmal gefailt hast. Also so oft, wie du gefailt hast eben. Ich hab gar nicht oft gefailt. Ich bin hier zweimal draufgegangen bisher. Das hab ich noch nie gesehen. Ja, ich hab hier anderes Footage, was das andere Ding beweist. Also, echt, wie kann man denn nochmal draufgehen? Ja, keine Ahnung. Ich warte jetzt hier am Ende auf dich. Ja, dann warte mal. Zeig mal, wie gut du bist. Oh, ich komm doch schon und ran hier. So, sehr ist gut, so okay, los. Sehr gut. Dann lass mal hier oben rausklettern aus der Kanalisation. Also so langsam muss hier doch mal ein Ausgang sein irgendwo aus diesem Albtraum, oder ja, nicht? Ja, das Ding ist, vielleicht finden wir auch den... Oh mein Gott! Was ist das jetzt? Oh mein Gott, die Riesenspinne! Wie groß ist die geworden? Alter! Oh mein Gott! Lauf! Alter, ey, was? Da kommt mein Gott, bist du schlecht! Und dann gehst du auch noch drauf! Also du bist locker schon 50 Mal draufgegangen. Oh, Achtung, oh mein Gott. Oh Gott. Jetzt kommt hier gerade die Spinne direkt hinter mir, Leute. Ich glaube, jetzt sind wir schnell in First Person weg.
Oh, da bist du schon, Kaspar, ich seh dich. Sehr ich gut, komm her, oh. Los. Oh, wir sind hier eingesperrt, Kaspar. Ich will raus hier. Ich will auch hier raus. Ich mag die Schule nicht. Ich auch nicht. Oh, okay, dann lass mich hier rausgehen. Guck mal, da ist ein Bild von dir. Ich weiß, am besten schlafen wir in der Klasse. Ich bin anscheinend der Schulschläfer. Stimmt. Du bist der Schulschläger, glaube ich wohl eher, nee, oder auf sowas. Auf gar keinen Fall. Guck, wir können jetzt hier durch die Tür durchgehen. Oh Gott, oh Gott. Hilf mir, steht hier an der Wand mit Blut geschrieben. Oh Gott, was? Oh okay, dann ich mag das nicht. Ich mag das auch nicht. Müssen wir jetzt hier durchgehen? Hier, Klassenraum der 3A. Ich glaube, hier müssen wir rein, oder? Okay, ja, dann. Safe. Ja, okay, lass mal reingehen. Hier ist ein Schlüssel. Guck mal. Das ist wichtig. Der kann anscheinend Türen öffnen, ne? Und was steht hier? 2 plus 2 ist wie viel? Na, sag's mir. 4. Okay, ich mache eine Anrechenaufgabe, okay? Okay, 12 mal 12. 100. Ja, das weißt du. Ja, richtig. Sehr gut. Okay, okay. Jetzt darfst du mir auch eine stellen. 18 mal 18. 336. Ich glaube nicht, dass das richtig ist. Ich glaube, das ist okay, richtig. Okay, dann lass mal die Tür öffnen. Genau, richtig jetzt hier gerade. Okay. Sehr gut, ja. Oh, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, Alter, was? Hier fallen diese Lampen immer runter, ne? Ja, ja, als wären über uns richtig viele Leute, die da trampeln oder so, okay, ne? Okay, jetzt warte kurz, warten, bis die Lampe runterfällt. So, jetzt hier schon laufen. Lauf! Nochmal! Oh, zieh durch! Okay, oh Gott, richtig, Gott, richtig, grade. Richtig. Oh Gott, oh Gott. Ey. Ja, hier, was okay, haben wir hier? Da ist diese 3A. Ja, da, okay, hier können wir auch nicht durch. Was ist das hier auf dem Boden? Mhm. Ein Eis? Leckeres Eis, sag mal. Das ist ganz frisch und das ist noch nicht geschmolzen. Guck mal, ich kann es essen. Oh, stimmt. Lecker, schmeckt gar. Oh, ich habe auch eins. Ich drück mir jetzt einfach ins Gesicht rein, ne? Gar nicht. So, was haben wir jetzt hier? Oh, hier ist der Sportraum, da wo man sich immer so diese Bälle und so geholt hat, ne? Ah, stimmt, stimmt. Ich hole mir jetzt hier mal so einen Bowlingball. So, okay, hab ich am Start. Schnapp dir. Ah, jetzt hier können wir aber durchgehen. In die Turnhalle rein. Ja, okay, hier lang und jetzt hier rüber oder was? Hä? Das ist falsch. Nee, du darfst auf jeden Fall, glaube ich, nicht im Boden berühren. Oh, nee. Oh nein, pass auf, das ist ein Zombie. Oh mein Gott. Schnell, Turnparcours hier, schnell. Schnell, mach den Parcours. Oh, oh Gott. Oh nein. Nicht runterfallen. Ich weiß, wenn du jetzt runterfällst, ist es wie Lava, ne? Der Boden ist dann ja, Lava. Ja, safe, dann bist du auch infiziert. Ich weiß, wir wollen nicht infiziert werden. Alle Schüler sind hier einfach infiziert, ne? Jetzt hier schön langlaufen, hier jetzt rüber, vorsichtig. Ja. Hey, weg aus dem Weg, aus dem Weg. Guck mal, die hat Angst, ihre Hände oben, ne? Ja, ja, die hat echt Angst. Okay, lass schnell abhauen hier. Und jetzt, oh Gott. Oh, Alter, bist du, das war ganz gut. Hab ich nochmal Glück gehabt, muss ich sagen, ne? Nee, ja, nicht berühren steht hier, die Wände nicht berühren, okay? Okay, oh, was haben wir hier vorne? Was ist das denn für eine Maschine hier auf dem Boden? Ist das ein Jetpack? Sieht ein bisschen so aus, oder? Sieht echt so aus, ne? Aber wir können es nicht nehmen, leider. Aber er sagt, wir müssen nach oben. Er sagt, nach oben springt, stimmt. Oh mein Gott, wir müssen hier in den Lüftungsschacht rein. Ja, korrekt, er hat den Tipp gegeben hier. Okay, warte, ich gehe jetzt auch hier gerade nach oben. Was ich bin denn? Hier, wow, pass auf, da im Spiegel! Oh mein Gott, Spiegel. Der wird... Ey, er probiert die ganze Zeit zu greifen, ne? Ah! Ja, du musst aufpassen. Nein, pass auf! Der hat mich fast geholt. Wieso? Schnell weg, das ist ein Zombie hier! Oh nein! Oh, aua, er hat mich einmal gestriffen, der hat mich... Oh mein Gott, ich hab die Zuge kaputt gemacht, jetzt hier gerade. Ja, ich seh's grad. Oh Gott, okay, wir müssen hier... Was ist denn das auf dem Boden? Ich weiß auch nicht, sieht irgendwie... Das riecht auch ganz komisch. Sieht irgendwie echt nicht so gut aus auf dem Boden gerade, ne? Also meinst du, wenn man das berührt, dann werden wir auch zu einem Zombie? Könnte sein, ne? Könnte schon sein, ne? Okay, jetzt hier schön. Ja, hallo, ist jemand hier? Hallo? Ist da jemand drinne? Ich such dir auch gerade alles. Ist hier irgendwer jemand? Ich glaube nicht, dass da jemand zu Hause ist oder so. Oh Gott, hörst du den Alarm? Hier? Ja, du hast recht. Ich höre einen Alarm. Hier vorne irgendwo. Schnell, kletter hier rüber. Ach, da kann man rüberklettern. Ach so, ich glaube, wir sind irgendwo. Oh mein Gott, ich glaube, wir haben erfahren, dass wir aus der Schule ausgebrochen sind. Oh nein, was? Du hast recht, hier sind ganz viele Zombies. Die Puppe. Oh nein, die kommen, lauf. Oh, Hilfe, bitte. Hochklettern. Hochklettern. Oh Gott, sind da gerade viele Zombies gewesen. Ey, der sieht echt, der hat alles voller Blut und so im Gesicht, ne? Der sieht ein bisschen aus wie Chubi, unser Kollege von früher. Stimmt, du hast recht. Alter. Guck mal, wo bist du? Es steht da. Oh, stimmt, du hast recht. Oh. Als wären wir gesucht werden oder sowas. Anscheinend schon. Okay, hier die Abkürzung. Ey, was passiert, wenn man hier rüberspringt, den Geheimweg nimmt? Das frag ich mich. Ich trau mich nicht. Da können wir gar nicht rüberspringen. Guck mal, das geht gar nicht. Ah, okay. Ich dachte, wir könnten da noch rüber. Das wäre echt zu krass, ne? Oho, jetzt sind wir hier. Und jetzt. Achtung! Oh Gott! Falsche Richtung! Schnell durchziehen! Ich glaube, wir sind echt in der falschen Richtung, ne? Müssen wir jetzt hier links rum? Hier rein, oder was? Oh mein Gott, wir sind jetzt hier.
durchs Labyrinth oder so durch jetzt hier, ne? Das ist, glaube ich, echt ein Labyrinth. Jetzt hier rechts, oh, oder was? Oh, ich glaube. Ich weiß, ich kenne den Weg nicht. Ich kenne ihn auch nicht. Okay. Ich glaube, ich habe einen guten Riecher hier. Glaubst du, müssen wir echt jetzt hier rechts rumgehen oder so? Nee, rechts nicht, nee. Lang, Sackgasse, aber jetzt hier links hier vorne. Ja, locker ist jetzt da links. Oder? Und jetzt hier rechts. Es sieht gut aus. Es sieht echt sehr, gut sehr gut aus. Ich höre ganz viele Zombies, die killen gerade hier die Schüler. Ja, hier ist ein Pfeil. Sehr gut. Da kommen wir nämlich durch dann. Lüftungsschacht hier, komm rein. Oh mein Gott, oh. Sehr gut, Alter. Ich bin ganz schön aus der Puste, ne? Ich auch, wir sind da voll durchgesprintet. Ja, was ist das? Oh mein Gott. Ein Labor. Da sind wir. Stimmt, du hast recht. Oha. So ein Ratten plus Ratte ist gleich tot, steht da. Oh nein, was heißt das denn? Ich weiß auch nicht. Irgendwie werden wir bloß nicht die Ratten da, ne? Nee, auf gar keinen Fall. Wir werden wahrscheinlich in Ratten oder so verwandelt. Wurden die anderen infiziert durch die Ratten oder sowas, ne? Hörst du das? Eklig die aus. Was ist da? Auch gerade gehört. Was ist das denn? Ja, was war das? Das war irgendein Geräusch? Zombie-Geräusch oder so. Okay, wir müssen anscheinend. Da ist nichts, dann müsst ihr jetzt in die andere Richtung gehen, also hier lang. Ist das jetzt hier noch ein Geheimgang ist da vorne oder so? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Wir können ruhig gucken, aber ich glaube. Oh nee, da geht's nicht weiter. Okay, dann müssen wir hier lang gehen. Ja, hier vorne 3A. Wo ist denn die 3A, sag mal? Ja, ist halt. Oh! Was war das? Hast du das gehört? Hast du gesehen, der guckt um die Ecke? Oh! Du hast recht! Okay, das heißt, lauf einmal. Oh mein Gott! Hey, sag mal! Das lag nicht an mir, ich hab die Tacos nicht gegessen. Du hast die alle aufgefuttert. Gar nicht, bin ich zu schwer. Jetzt müssen wir hier durch die... Boah, nicht, dass du geschnitten wirst. Hier vorne. Ja, ich weiß, durch die Bibliothek. Ja. Und wir dürfen nicht den Boden berühren, ohne zu dieser Zombiesäure, ne? Oh Gott, okay, jetzt hier lang. Oh mein Gott, ganz vorsichtig, Kaspar. Oh, welches ist dein Lieblingsbuch? Oh Gott, keine Ahnung, Gregs Tagebuch. Ey, cool, die mag ich auch gerne. Das ist echt cool, ne? So. Jetzt gehen wir hier weiter. Ja, und hier deins? Was ist deins? Ja, meins ist auch Gregs Tagebuch 2. Naja, besser. Ja, okay, natürlich. Ja, ne? Finde ich ein bisschen besser. Wichtig. So, dann... Okay, geht's hier lang? Ich glaube, wir müssen jetzt wieder den Pfeil folgen, ne? Oh Gott, wähl den richtigen... Oh mein Gott, es kann nur einer dieser Knöpfe, kann der richtige sein. Was würdest du sagen, ist der richtige? Der zweite von links. Nie. Okay, komm, wir probieren. Er ist grün. Oh mein Gott, das glaube ich was? Nicht. Was? Du hast nicht auf Anhieb den richtigen Knopf ausgewählt. Oh mein Gott. Hey. Jetzt habe ich den falschen gedrückt. Was machst du denn? Ich wollte es nicht glauben, dass ich den richtigen gedrückt habe. Warte mal, vielleicht muss ich auch zwei drücken. Ich probiere mal hier den ganz rechts. Oder hast du Nein, die Tür ging gerade auf. Also ich habe echt den richtigen ausgewählt. Direkt einfach der zweite von links. Das war der richtige, ne? Lol, was? Boah. Stimmt, jetzt können wir hier durch. Warte mal, ist hier noch was im Schrank? Nee. Ich glaube nichts mehr drin, ne? Hier auch nicht. Alter, aber der ist hier unter uns und ich höre den auch. Hä? Müssen wir hochklettern? Oh, wir müssen hier hochklettern. Ich glaube ja, aber was ist oben? Lüftungsschacht. Okay. Hallo? Ich probiere. Oh nein. Oh nein, bitte lass es da nicht runterfallen. Bitte nicht durchbrechen. Das ist sag mal. Oh nein, du hast es kaputt gemacht, sag mal. Warte mal, ich versuche einen Sprung rüberzukommen. Okay. Alle hopp! Oh mein Gott, ich hab's! Nein! Oh mein Gott, ich hab's! Mann, ey, jetzt hat er mich geholt. Muss ich. Ja, okay, warte, ich komm auch. Ja, komm rüber hier. Du schaffst es ja wohl mal hier rüber zu springen. Okay, ich hab's auch geschafft. Wieder so knapp. Das war schon gerade echt wieder mega Gottes knapp, ne? Willen, ey. Und jetzt hier? Warte, müssen wir jetzt hier durchgehen oder müssen wir? Warte mal, lass mal kurz gucken, ob wir hier was machen müssen. Hier ist hier irgendwas? Hä? Aua! Hä? Was? Du darfst nicht die Tische berühren, da ist Säure drauf. Oh, okay, das heißt zu jedem Überlebenden dort auf das Radio im Zimmer runter. Wir sollen irgendein Radio anstellen. Warte mal, hast du hier drüben Strom angestellt beim Feuerlöscher? Nee, hast du den angestellt? Sowas nee, drauf? Da kann man gar nichts. Ja, ich kann da gar nichts machen. Kannst du da irgendwas machen? Nee, ich glaube, wir müssen den vielleicht nutzen. Du hast recht. Wir müssen den freimachen erstmal. Ich glaube, wir müssen den irgendwie freimachen oder so, ne? Würde ich auch auf jeden Fall auch schätzen. Okay, dann lass mal hier runtergehen, ne? Oh mein Gott, pass auf. Du musst ganz vorsichtig sein. Oh mein Gott. Ja. Alter, das war knapp. Das war echt mega knapp. Das sind schwierige Sprünge hier auf einmal. Was ist das denn jetzt? Das ist doch so ein Durchsagegerät. Verlasse das Fenster, geh nach links. Oh mein Gott, das ist der Alarm. Oh Gott. Schnell, verlasse das Fenster. Schnell. Und dann müsst ihr nach links gehen, oder was? Und hier hochklettern. Ich glaube, nein, Hilfe. Hä, müssen wir hochklettern? Oh Gott, nein, wir müssen hier weiter. Ey, Mano. Hier vorne weiter, komm schnell, ich beeile mich. Vor der Alarm auch erlischt. Okay, und jetzt? Rein. Wo sind wir denn jetzt hier drin? Jetzt hier rüber und jetzt hier drauf. Diesmal ist der Boden anscheinend voller Säuren, deswegen bloß nicht den Boden berühren. Ja, wir dürfen nicht, sonst werden wir auch zu einem Zombie. Ich will nicht zum Zombie werden. Ich auch nicht und davon ist auch so ein Gruselbild. Oh mein Gott, ich sehe es gerade. Oh mein Gott, was war das denn gerade? Die Megagabel. Stimmt, echt mega. Ey, was ist denn das für ein Tier? Hä, so eine Katze oder was? Guck mal, eine Katze! Hä? Was war da gerade?
Alter, oh. der kommt aus dem Gemälde raus, der Typ. Oh mein Gott, du hast recht. Warte mal, kann ich ihn schlagen? Ich hab ihn gehauen und er ist abgehauen wieder. Okay, sehr gut. Dann lass dich schnell durch die Gabeln durchgehen. Oh. Ganz vorsichtig. Ich kann mich hier nicht außen lang schleichen. Wow. Nee, ich glaube nicht. Dafür sind wir nicht. Dafür hast du zu viele Tacos gegessen. Gar nicht. Okay, okay. Hast echt zu viele gegessen. Jetzt können wir ja. Ich mag die so gerne. Packen. Okay, dann. Aus. Oh nein. Oh nein. Nein. Lauf. Der Ausgang war links, glaube ich, ne? Ja, hier hinten links. Hier hinten links oh lang. Gott, oh Gott. Okay, hier, hier durch. Okay. Bist du schon auf? Ja, okay, er ist weg. Ich bin auch durch, Dann lass mal hier rüber springen am besten. Der Boden ist voller Schülerblut, ne? Eklig. Nein, saugt uns ein, Schnell, atmet ein, ganz doll. Ja, stimmt. Oh, weg hier. Was steht da? Ich werde? Was denn? Oh Gott, was wir werden oder so. Ich werde finden. Ich werde finden? Was? Ich glaube, das wird ein Satz später. Ich werde finden. Du. Ich werde dich finden. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was heißt das denn? Was denn jetzt hier? Drücke den. Oh nein. Korrekten Button. Code? Aber welchen Code? Okay, warte mal. Eben hast du die Knöpfe auch richtig ausgewählt. Ich sage, es ist die 5. Die 5? Falsch. Okay, dann sage ich, es ist die 7. Ich sage, es ist die 3. Sag es die 9. Die 1. 9. Hä? 4. Die 4 ist es. Ich habe die auch gerade gedrückt. Sehr gut. Oh nein. Ey. Komm raus. Lauf. Er kommt. Wow. Er verfolgt die eine. Ey, er hat mich bekommen. Er verfolgt uns. Und dann hat er sich gekillt. Er hat mich. Aber egal, ich kann wieder. Ey, gib wieder auf mich. Ich lock ihn weg. Komm her, Du bist blöd. Sehr gut. Okay, sehr gut. Jetzt schnell entkommen nach vorne. Da hinten hin. Was heißt das da? Was steht da? Ich kann es nicht lesen, ich habe meine Brille nicht auf. Da steht. Oh mein Gott. Du bist. Was ist das denn hier? Hier, guck mal, du bist entkommen. Neue Level. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Guck mal. Oh mein Gott, aber was ist hier jetzt noch? Das Ding ist, wir haben jetzt hier so einen kleinen Bunker und wenn die anscheinend richtig viele Likes da lassen hier auf dem Video, dann können wir zum nächsten Level raufgehen, steht da. Wie geil, macht mal! Mehr Likes gleich neue Levels. Ist so. Wir werden nämlich der Schule entkommen mit Maki, hallo! Hallo! Oh mein Gott, ich bin heute so gespannt. Guck dir mal diesen Professor an, ne? Das ist, glaube ich, Chemie. Oder was ist das da an der Tafel? Dass das auf der Tafel steht, das kann auch wirklich keiner verstehen. Oder Physik oder sowas, ne? Ich weiß auch nicht. Guck mal, wir müssen hier, Maki. Der schläft auch ein. Davon. Ja, ich glaube, der schläft echt ein. Der schläft echt, du hast recht. Wir müssen, glaube ich, die Klingel drücken. Genau, den Alarm auslösen. Okay, dann sehr gut. Hast du ausgelöst, ja, ne? Ja. Oh, okay, sehr gut. Dann komm schnell weg jetzt hier. Oh mein Gott, ey. Ich hasse ja Schule, ne? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Hast du Schule eigentlich? Na, wer mag schon eine Schule, aber die Pausen sind das Beste. Ja, die Pausen sind halt echt immer gut, ne? So, okay, dann lass mal ganz kurz hier entkommen. Oh mein Gott. Guck mal. Hier ist so ein Lüftungsschacht, durch den wir durch müssen. Können wir durchkrabbeln? Wir können durchkrabbeln. Ja, komm, ich geh voran, okay? Ich nehme dich ein bisschen an die Hand, du bist sicher, keine Sorge. So, und dann gehen wir hier nach unten. Oh, ich glaube aber... Okay, ich guck mal ganz kurz links jetzt hier. Links ist... Oh, nee, lass nicht links gehen, Marki, komm, okay. Ja, genau, lass die andere Seite gehen. Boah, ohne Spaß, ne? Ich will unbedingt von diesem blöden Lehrer ankommen. Der hat ja irgendwie Physik unterrichtet. Und Physik kann ich gar nicht. Jetzt müssen wir über die Lava. Ich weiß, aber das Ding ist, du darfst ja nicht reinfallen, ne? Wenn du reinfällst. Ich spring dir einfach hinterher. Genau, spring mir einfach hinterher. Eine Frage an dich. Was ist eigentlich dein Lieblingsfach in der Schule? Oh, ich glaube, Kunst ist doch am besten. Da kann man sich schön entspannen. Aber das ist die Frage, was man halt in Kunst am besten macht. Was findest du da am besten? Wenn man Deckweiß benutzen darf. Wenn man Deckweiß benutzen darf. Gut, das war natürlich die beste Zeit, ne? Okay, dann lass mal hier weiterhin kommen. So. Und dann... Oh nein! Was? Bist du reingefallen? Wirklich, auf dem letzten Zentimeter bin ich... Ey, ich glaub's ja nicht, Alter. So gemein. Okay, oha, das ist voll groß jetzt hier gerade beim Lüftungsschacht. Oh, der lange, ne? Flur. Ist so, Alter. Ich bin so schnell da vorne gelandet. Ja, ich habe Angst, dass der Typ halt hinterherkommt. Ich denke mal, der wird irgendwann schon erfahren, dass die vorne der schläft. Der doofe Professor. Und dass wir beide weg sind, genau, der doofe Professor. Okay, jetzt müssen wir echt aufpassen. Oh, ich bin in 5 Stücke geflogen. Ja, ich weiß, du darfst auf jeden Fall nicht diese roten Dinger berühren. Ich glaube, es ist irgendwie so... Das ist schwer. Was denkst du, ist das Lava? Was soll das, glaube ich, sein? Das sind vielleicht kleine Trampoline, die uns wegkicken. Stimmt, könnte echt sein. Die kickt nicht voll an die Decke nach oben. Also, dass sowas im Inneren einer Schule ist, wusste ich auch noch nicht. Ja, das ist echt verrückt, ne? Ich weiß noch nicht, wie es bei dir in der Schule früher aussah. Okay, sehr gut. Wir fliegen hoch. Oh,
Jo! Das ist so cool. Wir fliegen. Wir fliegen, wie geil. Okay, hier der nächste Checkpoint schon mal. Und oh mein Gott. Hier ist so eine... Was ist das denn? Glibber. So ein Ekel. Ja, Glibber ist so. Ich wollte gerade Schleim sagen, aber Glibber passt nochmal viel besser. Das ist grün. Hier oder das ist das, was der Professor zusammengemixt hat. Könnte echt sein. Also fall bloß nicht rein, sonst ist deine Uniform voller Schleim. Schaffst das? Ich glaube an dich, Marki. Ich gehe wirklich nur einen Schritt nach dem anderen. Ich weiß, ein Schritt. Ganz nicht jetzt wieder, langsam. Nicht wieder am Ende. Oh, okay. Sehr, sehr gut. Und jetzt hier musst du aufpassen, denn das ist hier der Turbonator. Ne? Der wird hier wirklich dein Turbonator. Der wird deine Uniform komplett eklig machen. Oh. Ich muss auch noch ganz kurz warten. Oh, okay, schnell, lauf durch. Ich hab schon voll Angst, dass hinter uns jemand stehen könnte. Das Ding ist, der könnte uns halt nicht... Wo bin ich denn? Sag mal, wo kletterst du denn hoch? Wo bist du? Warte, ich bin direkt hinter dir. Okay, ich gehe davor, okay. Kannst du mir gerne folgen. Ich nehme dich ein bisschen natürlich an die Hand. So, ich dachte, hier ist gerade ein Labyrinth, aber wir kommen relativ gut durch gerade. Wow, oh mein Gott, wir sind jetzt hier... Nein. Ich mag gar keinen Sportunterricht. Das Ding ist... Der sieht aber böse aus, der sieht echt böse aus, ne? Aber weißt du, was gerade das Problem ist? Ich liebe ja Sportunterricht, ne? Aber wir sind gerade in der Turnhalle, Marki. Der Lehrer sieht genauso aus wie mein alter Sportlehrer. Ohne Spaß. Das Ding ist, guck mal, ich hatte früher immer... Im Sommer hatte ich gute Noten beim Sport, weil wir immer so... Hochsprung, Fußball, sowas gespielt haben. Boah, aber im Hochsprung Winter. Ist so doof. Der Hochsprung war voll geil. Der will auch nicht mehr hier, der. Das ist zu schwer, ich gebe auf. Ich will nach Hause. Oh ich mein auch. Gott. Das Ding ist, und dann habe ich immer eine 3 bekommen im Winter, weil ich nicht turnen konnte. Du hattest eine 3 in Sport? Ja, aber nur im Winter, weil ich nicht turnen konnte. Das war das Problem. Ey, das verändert gerade alles. Ja, du das Ding ist. Eine 3 in Sport. Ja, aber es war nur im Winter. Man hat ja immer so Halbjahresnoten. Tja, guck mal, weil du jetzt gelacht hast. Ich bin mitten auf dem Checkpoint einfach zerfallen. Ist so, das war jetzt gerade Karma, weil du gelacht hast. Guck mal, wie der Lehrer da steht. Der ist voll der böse. Der Lehrer beobachtet uns. Der ist total dick und böse, ja, mit seiner Trillerfalte. Der hat schon die 3 in seinem Kopf geschrieben bei meinem Zeugnis. Ich sag's ja. Ja, der sieht dich. Also der sieht mich, wie ich hier einen Schritt nach dem anderen gehe. Und will mir einfach direkt... Oh, aber eine 3 ist doch... Aber eine 3 ist trotzdem gut im Sport. Ich hatte ja auch... Was heißt du? Auch... Nein. Du hattest auch eine 3 im Sport? Also eigentlich immer nur so eine 2. Also ich hab halt immer... Aber was habt ihr denn in der Schule immer gemacht dann so an Sport? Wir hatten irgendwie Tischtennis. Geil. Doch, Tischtennis ist voll geil gewesen in der Schule. Okay, jetzt hier auf jeden Fall, oha, sehr gut. Hier auf jeden Fall bloß nichts das berühren. So, das sind eigentlich... Ich hab dich voll überholt. Ist so, Alter. Okay, jetzt haben wir ja... Oh nein. Nee. Der hat eine Aufgabe jetzt. Ist noch nicht vorbei. Ich weiß. Fußball mag ich. Oh, aber es ist ja Football, ne? Ich dachte gerade auch, dass es Fußball ist. Aber der will jetzt anscheinend, wir sollen jetzt, warte mal, an den Leuten vorbei. Okay. Ich hab Angst. So, wollen wir zusammenlaufen? Ich beschütze dich. Ich beschütze dich, keine Sorge. Nee, okay. Ich renne vor, ich bin schneller. Oh mein Gott, die kommen alle auf mich gelaufen. Oh nein, nein. Oh. Oh mein Gott, die haben mich fast angeberührt. Ja, mich auch. Mal, man darf ja nicht rausgehen, ne? Ich bin direkt neben dir, keine Sorge. Ich seh dich nicht. Schnell durch die Tür. Ich bin vor dir. Nee, ich bin zuerst reingekommen, siehst du? So, oh, die roten Teile. Die kommen dir ja bekannt vorne, deswegen hier schön bei den Dingern vorbeilaufen. So. Oh nein. Die roten Kaugummi-Dinger hier. Okay, sehr gut. Und, oh, wir haben schon mal ein bisschen mehr Freiheit, glaube ich, ne? Da vorne ist hier dieser Pausenhof. Stimmt, oh mein Gott. Wo hast du das denn gesehen? Ja, hier draußen. Früher musste ich mal so Müll aufsammeln in der Schule. Ich auch. Wenn ich Kaugummi gekaut habe, musste ich immer Kaugummi kratzen. Ja, man braucht man mindestens 50 Kaugummis und dann, durfte man... Boah, das Ding ist, am schlimmsten war es, wenn man die Kaugummis von den Tischen wegmachen musste. Unter den Tischen. Das hab ich noch nie. Du läufst in die falsche Richtung. Ach nein, als ob... Warte, komm, ich hol dich ab. Ich wäre jetzt wieder zurück zum Professor gelaufen. Bloß nicht. Ja, okay, sehr gut. Jetzt musst du nur noch hier vorbeilaufen. Ich gehe wieder besser einen Schritt nach dem anderen. Ja, immer langsam kommt man auch ans Ziel, ne? So, haben wir hier irgendwas in den Spinden noch, was wir mitnehmen müssen? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ach, die ganzen Schulen. Wir müssen doch gar nicht da lang, wir müssen hier hoch. Wir müssen ja auch oben, ne? Aber wir müssen ja der Schule hinkommen. Also ich glaube nicht, dass wir hier nochmal uns blicken lassen können. Wenn wir einfach so jetzt hier die Schule schwänzen. Ach so, du meinst, du möchtest dein Spind ausräumen, bevor du gehst. Das ist aber nett. Da sind aber halt auch nur so Physikbücher und sowas drin. Okay, oh mein Gott. Hier musst du aufpassen. Und hier ist noch so ein anderer. Der entkommt gerade auch mit uns sogar. Oh.
Pass auf mit den Bären fallen. Nicht reintreten, Maki. Ganz langsam. Nein! Oh, ich hab mich grad so erschrocken. Oh mein Gott, der ist auch reingelaufen. Nein. Ey, du hast echt die Kunst, mal bei dem letzten nochmal drauf zu gehen. Das musst du auch mal schaffen. Das ist schwierig. Ich hab die ja nicht mal. Oh mein Gott, ist auch voll laut. Sieht total aggressiv an. Mhm. Aus. Alles. Okay. Boah. Ja, yeah! Oh mein Gott, aber er ist ja auch noch gerade draufgegangen, ne? Oh, ja, ich glaube nur deswegen. Ich glaube echt nur deswegen. Wir müssen einen Klassenraum erhalten. Wähle die korrekte Tür. Was sagst du? Oh mein Gott. Was sagst du, Leon? Welche Tür nehmen wir? Wir beobachten den Blonden. Genau, wir schauen, ob der... Oh. Okay, ist der reingegangen oder denkst ist der du, das? Denkst du, das ist eine Falle vielleicht, wo er gerade reingelaufen ist? Okay, ich gehe zuerst rein. Ich mach das. Ja, komm rein, ist gut. Richtig. Ja, oder? Was ist das denn? Ja. Oh. Oh mein Gott, wir gehen anscheinend. Er sagt, hallo Klasse, heute gehen wir auf einen Fieldtrip in einer anderen Dimension. Also eine Klassenfahrt, ne? Oh mein Gott, ich bin jetzt in Chemie. Nein. Also mit Klassenfahrten Chemie. Kennst du dich ja aus, ne? Alles, was ich tun muss, ist diese Mischung. Oh, es explodiert bestimmt gleich, die ganzen bunten Farben. Oh, oh, wo geht die Flüssigkeit hin jetzt? Um Gottes Willen. Oh mein Gott. Tada. Ein Dingensportal. Du kannst jetzt zu einer anderen Zeit gehen. Was? Ich wünschte, das würde es auch geben. So, komm, wir gehen zusammen rein. So teleportieren mäßig, ne? Okay, lass reingehen. Boah, ich bin reingegangen. Boah! Königsland. Boah. Ich wünschte, das würde es auch in der Schule geben. Ohne Spaß. Das ist ein Süßigkeitenland, cool. Das ist das Schlaraffenland, glaube ich. Stimmt. Alter, wie cool ist das denn? Warte mal, wir können jetzt hier bestimmt irgendwelche egalen Süßigkeiten holen. Gibt's dir auch Oreo-Eis? Ich glaube, ich flüchte jetzt auch mal aus der Schule in der Hoffnung zu einem Schlaraffenland. Ja, also bloß nicht nachmachen, Leute. Auf den Lolli springen. Genau, springen. Ah, sehr gut. Okay, optimal. Auf Babybell? Babybell. Welches ist dein Lieblingsfarbe eigentlich bei Gummibären? Oh mein Gott, das ist so lecker. Ja. Oh, ich bin mitten in die Schule. Du hast die Kunst. Ich flieg irgendwo hin. Wie? Bist du runtergeflogen? Nee, du bist jetzt wieder da beim Checkpoint. Ich bin richtig runtergeflogen. Nee, was ist deine Lieblingsfarbe? Ich mag gar nicht gern Orange. Nee, Orange hasse ich auch. Das lasse ich auch unten liegen. Das mag ich nicht. Oh, okay, Maki, pass auf, bevor du gehst. Wir müssen jetzt wieder. Du hast gerade auf die harte Tour gelernt. Eins von diesen drei Stangen ist quasi echt. Ja, jetzt habe ich es auch gemerkt. Und du gehst in die falsche Richtung. Ja, gar nicht. Ich muss wieder auf die Gummibärchen. Nein, du musst jetzt hier, muss ich umgehen. Hier musst du hin. Hier. So, Mitte war ja schon mal nicht echt. Okay. Du findest immer die richtige Tür, das ist unfair. Ja, du hast mir auch schon das leicht gemacht, dass die Mitte nicht gestimmt hat. Und jetzt gehe ich nochmal rechts vielleicht? Nein! Ja. Was denkst du jetzt, grün oder blau? Ich sag blau. Boah, wenn das nicht stimmt, ne? Ja! Doch, blau ist richtig, Ich sehe da hinten noch ein Portal, siehst du? Alter, dann gehen wir vielleicht, also entweder gehen wir wieder zurück. Marshmallows! Sind das echt Marshmallows? Ich glaub schon, wo bist du? Oder sind das diese Mentors, diese rosanen und... Nee, ne? Komm, wir gehen zusammen ins Portal. Okay, ab ins Portal wieder, ich bin gespannt. Oh nein. Oh nein. Oh mein Gott. Hat der Lehrer uns wieder... Du bist jetzt für sehr lange Zeit auf Nachsitzen bestimmt, sagt er. Nein. Oh Gott, was? Ich möchte nicht nachsitzen. Wo sind wir denn? Wie? Sind wir wieder beim Anfang? Nee, wir sind gerade in so einer anderen Dimension, wo jetzt der Lehrer dieses Mal schläft. Okay, jetzt müssen wir... Pass auf, ich müsste jetzt irgendwas finden. Ja. Ah nee, guck mal. Maki, guck mal nach oben. Wir müssen durch den Lüftungsschacht hier durch. Nein... Doch, komm hier oben rauf. So? Ich komm nicht hoch. Ich stand ja auch im Weg. Genau, einfach hochklettern jetzt. Ja, und jetzt musst du da reinspringen hier. Guck. So, okay. Optimal. Dann lass mal weitergehen jetzt hier. Ich glaube hier links. Ich wollte ihn immer noch schnarchen. Der schnarcht doch echt wie so ein Walross. Richtig laut. Mit dem bloß. Der ist hier. Bestimmt. Nee, nicht da rein, nicht da rein. Oh Gott. Im ganzen Mathe eingeschlafen. Ja, ohne Spaß, Alter. Er ist von seinem eigenen langweiligen Unterricht eingeschlafen. So, dann komm mal mit. Hier können wir, glaube ich, durchgehen. Und ja, wir haben eine Schlüsselkarte. Ah, okay. Geh mal da durch. Jetzt ist dieses Laserding entfernt. Oh. Und jetzt müssen wir zurückgehen. Ah. Okay, dann kommen wir mit durch. Und ich glaube, jetzt ist quasi...
Genau, wir müssen jetzt nur dem Geräusch wieder folgen. Okay, jetzt können wir hier durchgehen, glaube ich, ne? Ja, okay, weiter geht's. Okay, also der ist die ganze Zeit mit uns, ne? Der kommt auch einfach mit uns, ne? Der folgt uns. Oh! Oh nein. Die haben die Laser aktiviert. Siehst du, der Direktor hat die Laser aktiviert. Und wenn wir zu dem gehen? Denkst du? Können wir da nicht hin? Zu dem Direktor hingehen? Nee. Also ich glaube, wir müssen, pass auf, ich glaube, wir müssen jetzt hier in diese, also in diese Vierecke reinspringen. Oh, guck mal, der folgt uns, er macht den nach. Ja. Oh nee. Er macht die auch nach, dass man drauf geht. Ey, guck mal, der hat auch richtig viel Bart. Der Dingens, der Professor. Der Direktor. Sehr gut. Ja, ja, optimal. Perfekt. Okay, haben wir noch irgendwas vergessen? Ist hier, glaube ich, nicht, ne? Können wir durchgehen. Oh. Sind wir draußen? Wir sind auf jeden Fall, glaube ich, bei einem Basketballplatz, ne? Ja. Und der hat einen Schnuller. Der ist kaputt. Wie? Warum hat der einen Schnuller im Mund, oder? Warum sieht der so aus? Das ist eine gute Frage gerade. Okay, dann lassen wir jetzt hier schön... Oh mein Gott. Wir müssen ja an der Wippe und sowas vorbei. Auch über diese Affenstangen. Angst. Nein! Nein! Ich glaube an dich, Magi, du schaffst das. Das ist schwer. Du musst dich einfach nur von diesen Dingern hin und her das regeln. Das ist aber auch auf dem richtigen Schulhof richtig schwer. Ja, ja, normal. Okay, jetzt hier vorsichtig. Aber dass die Wippe nicht umkippt, ist ein Wunder. Ich glaube, weil da Lava drauf ist, ne? Sonst würde ich ja, glaube ich... Ja, klar. Ja, hallo, bestimmt. Die ist bei dir nicht umkippt, ist ja unglaublich. Okay. Hallo. So, haben wir hier noch irgendwie... Okay, wir können, glaube ich, durchgehen durch die Tür, ne? Oha, der hier, der Soda-Automat. Mit hier Sprudelwasser. Rein. Lecker. Mhm. Oh, das... Du darfst das nicht. Ja, du darfst das Sprudelwasser nicht berühren. Also, jetzt sind wir hier schon mal weiter. Ich glaube, jetzt haben wir... Okay, die Tür geht schon mal nicht. Das heißt, wir müssen... Oh mein Gott. Oh, es ist schon alles jetzt hier zusammen. Aber du bist voll gut. Oha. Oha, okay, yeah. Du wirst immer besser, sehr gut. Okay, dann anscheinend müssen wir jetzt hier nochmal weiter durchgehen. Die Tür ist verriegelt, das heißt, ich glaube, wir müssen jetzt hier durch... Nee, hier können wir nicht durchgehen. Hä? Soll da hinten sein? Können wir die Tür aufmachen? Auch nicht. Habe ich irgendwas übersehen, Maki? Ich sehe auch nichts, ich weiß auch nicht. Bestimmt vielleicht wieder hoch. Denkst du, wir müssen wieder hochgehen? Nee. Hier irgendwo nicht. Die Decke durch, ne? Ich schau. Oder ein bisschen irgendein Spinn vielleicht. Hier, guck mal. Oh mein Gott, was? Wie hast du den so schnell gefunden? Ey, ich dachte, keine Ahnung, ich dachte gerade, man muss halt... Das war richtig? Ja, war richtig. Okay, ich dachte gerade schon. Also hier... Jetzt kam wieder dieses Puste-Ding. Aber du musst aufpassen, ne? Du musst hier richtig so... Oh mein Gott, man wird die ganze Zeit weggepustet. Das ist jetzt echt ein bisschen schwer. Ja, wie so ein richtiger Sturm. Mhm. Ja, hier... Oh Gott. Oh Mann. Also wenn du springst, boah, kommst du schneller voran. Das ist ein bisschen leichter. Richtig schwer. Okay, aber ey, du bist voll gut. Drauf an. Doch, hast du voll gut geschafft. Okay, jetzt müssen wir... Pass auf, es kommt immer so ein roter Laser, den siehst du ja gerade. Oh. Ja, okay. Am besten... Ich warte immer, bis der weg ist. Okay, jetzt müssen wir schnell warten. Ich hab richtig Angst jetzt. Okay, komm schnell auf. Bei dich, ja. Juhu. Okay, wer ist denn der? Was ist das denn? Der quietschende Mann. Der hat... Ich hab doch gesagt, dass der so... Gehen. Ja, der hat doch gesagt, dass das der ein Riesenbaby ist. Der hat eine Schwimmente, der hat auch ein... Nein. Hallo, der hat Schwimmflügel an. Okay, lass mal runtergehen jetzt hier. Wir müssen jetzt tauchen. Was? Wie geht das? Hier, wir müssen einfach da so hinschwimmen, glaube ich. Okay. Wo bist denn du? Ey, du schwimmst die ganze Zeit mit deinem Gesicht auf dem Boden. Komm mal hier, hier müssen wir lang. Alter, was du denn für ein verlorener Delfin? Das sieht man ja, dass du nur Silber hast. Wahrscheinlich. Hallo, man sieht, dass du kein Gold hast gerade oder nur Seepferdchen. Guck mal, ob ich auf dem Boden tauchen kann. Ja, ich kann auch richtig, also ich sehe schon das Licht gerade. Ich komme schon nicht mehr klar. So. Ich weiß nicht, was macht mir gerade für eine Schwimmart. Ich weiß auch nicht gerade, wir sind gerade richtige Delfine. Oh, oh mein Gott, wir sind jetzt, glaube ich, hier. Ich sehe dich nicht, ich komme nicht. Oh, okay. Doch. Kommst du nicht hoch? Doch, ich sehe dich. Keine Ahnung, ich bin voll langsam. Also du... Ich sehe dich auch. Hier oben, du musst da oben gucken, glaube ich. Alter, du bist ja richtig so eine Meerjungfrau gerade wieder da hoch. Oh. Wie elegant. Okay. Okay. Wir sind jetzt hier beim Schwimmbad, glaube ich, angekommen, ne? Ich wünsche, ich könnte jetzt auch schwimmen gehen. Boah, ich würde auch gerne so ins Schwimmbad gehen. Das ist aber eine coole Schule. Also ist halt echt so, ne? Wir mussten früher beim Schwimmunterricht woanders hingehen. Guck mal, jetzt kannst du deine Schwimmtechniken beweisen. Hä? Ich kann doch einfach laufen. Aber beim Rutsch mach ich mal aus, das ist das Problem. Okay. Oh, ich glaube, wir sind... Oh, jetzt müssen wir in die Toiletten rein, ne? Nee, Mädchen sind abgeschlossen, muss jetzt ins Jungsklo rein.
So. Ich möchte nicht. Ich zeig dir jetzt hier mal die Jungs-Klo-Regeln, ne? Aber, oh nein! Was sind denn die Jungs-Klo-Regeln? Wenn du ein Stehklo siehst, musst du immer eins freilassen zwischendrin. Ja, okay. Ey, verdammt. Du kannst auf dem Waschbecken laufen. Oha, Alter, voll clever. Okay, warte, ich komm. Sehr gut. Warte, aber jetzt weiß ich irgendwie nicht. Nee, danach ist... Oh, doch. Doch, du hast recht. Du musst danach einfach auf die Tür klettern. Hab ich gerade versucht, aber... Ja, probier's nochmal. Okay. Auf jeden Fall nicht das Wasser berühren. Ja, das weiß ich. Genau, und jetzt einfach hier... Genau, perfekt. Okay, jetzt müssen wir hier runter. Oh nein, wo sind wir jetzt schon wieder jetzt hier? Lass mal rechts, genau. Ich glaube, rechts könnte ein guter Weg sein. Was ist da mit uns gelaufen? Ja, perfekt. Super, Sackgasse. Hast du super ausgewählt. Ey, du hast gesagt, lass mal rechts. Ja, aber du bist schon rechts gegangen. Okay, kann er lass links gehen. Schon gar keine Orientierung mehr. Ja, ich helfe dir. Hier ist auch so eine andere Marinelle oder so hinter uns. Hier rechts, links. Ich sage jetzt diesmal wieder links. Mal gucken. Ich warte hier auf dich. Ja, komm her. Links war richtig. Na gut. Ha. Du hast ein gutes Gespür, mein Freund. Mhm, kannst mal sehen. So, jetzt sind wir hier schon mal beim nächsten Checkpoint. Oha. Ich glaube, du darfst diese Röhre nicht berühren, ne? Ah, nee, darf man nicht berühren. Ja, und jetzt hier auch nochmal rüber. Oh. Und jetzt der letzte. Oh, hätte ich das jetzt nicht geschafft, ne? Das wäre echt belastend gewesen, ne? Oh, jetzt musst du noch... Was hier begrüßen, oder? Pass auf. Oh, das war gerade richtig knapp. Gottes Willen. Okay, hier müssen wir jetzt an den... Oh, die ist gerade reingefallen. Jetzt müssen wir hier von Rohr zu Rohr springen. Sehr gut. Bloß nicht reinfallen jetzt hier gerade. Die Spannung steigt. Das machst du optimal, muss ich sagen. Jetzt sind wir hier in der Kanalisation. Was ist denn das für eine krasse Schule, bitte? Ich hab jetzt schon lange nicht mehr in der Schule, oder? Ohne Spaß. Aber sag nicht, wir kommen hier nicht... Oh nein, wir müssen den anderen Weg gehen. Immer wenn ich einen Weg gehen will, ist der Fall. Ist so. Aber das Ding ist, eben war aber links die ganze Zeit richtig. Und jetzt muss man rechts gehen. Kann aber nicht sein. Guck mal. Doch, guck mal, ich zeig dir, wie ich das meine. Du musst jetzt hier rechts laufen. Dann müssen wir hier rüberspringen. Diese einzelnen Steinteile. Ach so, dann kann man... Okay. Genau, dann können wir hier rüber. Nein! Sehr gut, okay. Dann müssen wir jetzt hier noch weitergehen und da vorne müssen wir hochklettern. Siehst du das? Da müssen wir hin. Yay. Sehr gut, okay. Dann lassen wir jetzt hier hochklettern. Mal gucken, wo wir rauskommen. Vielleicht sind wir jetzt sogar schon aus der Schule raus. Könnte ja sein. Ja! Wir haben es geschafft, wir sind frei. Juhu. Wir sind aus der Schule entkommen. Juhu! Guck mal, wir können da schaukeln. Guck mal. Oh, wir genießen unsere Freizeit. Oh. Oh, man kann auch runterspringen. Oh, Hilfe! Alter, so schnell. Ich bin voll schnell. Hey, was machst du denn jetzt gerade? Was machst du da? Ich kann auch abspringen. Ja, voll krass. Das ist gerade fast ein Salto. Ich glaube noch schaukeln. Du kannst auch rutschen. Geh mal durch die Rutsche durch. Ich meine rutschen. Oh mein Gott, geh mal bitte die Rutsche hoch. Okay, warte. What? Ich weiß nicht, was ich gerade erlebe, aber was? Das ist ganz crazy. Ich bin auch runtergefallen. Wo bin ich? Warte mal, ich bin bei dir. Ja. Hallo. Okay, auf jeden Fall echt verrückt. Ey, wir haben es geschafft. Wir sind der Schule entkommen, Maki. Endlich. Alter. Oh mein Gott, wo sind wir denn hier? Sag mal. Dein Hut. Warum hast du so einen coolen Hut an, Kaspar? Ja, Mann, siehst du nicht, wo wir sind? Wir sind im Gruselwald. Oh mein Gott. Und es regnet auch noch, Kaspar. Es regnet und wir müssen aufpassen, denn die Dunkelheit... Oh Gott, versteck dich schnell. Warum? Hier ist in der Nähe. Ja, weil hier die Dunkelheit, hier läuft so ein Killer rum, der uns holen will. Okay, wo bist du gerade, Kas? Da bist du. Ah, du siehst voll gut versteckt. Guck mal, wie gut man sich hier drin verstecken kann. Mit dem Lol. Hut. Okay, aber wir müssen Aufgaben erledigen. Ja, hier steht zum Beispiel, dass die Generatoren reparieren sollen. Hast du das gehört? Das habe ich gerade gehört, ja. Da schreit einer oder so. Okay, komm, lass das Ding reparieren, okay? Okay, ja, let's go. Oh. Oh Gott. Oh. Bisschen hier noch an der Kante noch ein bisschen schrauben, dann ich hier auch vorne. Auf jeden Fall, das war echt gut, muss ich sagen, Kaspar. Ja, das läuft sehr, sehr gut, muss ich sagen. So. Ich hoffe, der Killer kommt jetzt nicht irgendwie oder so und holt uns. Wenn er jetzt kommt, ne? Das wäre gerade echt belastend. Aber das Ding ist. Oh. Oh Gott. Hä? Da wurde jemand. Oh ja, komm! Noch hier ein bisschen. Oh, da wurde jemand eingesperrt. Oh, der geht gleich an. Ja, den holen wir gleich. Noch ein Stück. Ja! Sehr gut. Oh Gott! Mein Herz pocht. Nein. Ich höre was. Was ist da hinten? Wo ist der? Der hier. Hä? Hinter dir! Oh mein Gott! Kommt der hinter dir! Oh mein Gott! Der hat mich geschlagen, Kaspar! Alter, ich dreh mich um, auf einmal war der komplett hinter dir, Ich bin verletzt! Oh mein Gott. Oh. Lauf weg, sonst holt er dich! Aua, ich bin verletzt, okay. Kaspar.
Und soll ich dich irgendwie. Ich kann dich heilen, du musst nur herkommen. Warte, ich befreie gerade vorne jemanden aus der Tür. Oh, ich befreie auch mal jemanden. Oh, komm, ich bin verletzt, aua. Oh, okay, ich kann dich heilen. Nein. So, komm raus hier, komm, ich heil dich. Achso, du hast ihn schon befreit, sehr gut. Ah, dann bist du hier irgendwo, dann komm mal her, komm, ja, ich heil dich. Hier, ja, heil. Aua. Okay, alles gut, hier noch ein bisschen. Okay, sehr gut. Du hast nicht was abbekommen, ne, auch noch hier an der Schulter und so. Okay. Ja, der hat mich ordentlich erwischt. Ja, komm, lass mal direkt den Generator, wollen wir den Generator hier anschmeißen, hier vor uns? Ja, komm. Okay. Der andere hinten ist zwar fast schon fertig, aber ich glaube, da ist ja, der. Ja, glaube ich auch, deswegen safe ist safe. So. Hier nach vorne. Oh Gott. Das machen wir sehr gut, muss ich sagen. Ne? Machen wir echt sehr, sehr gut. Das machen wir echt sehr gut. So, hier können wir noch ein bisschen reparieren. Oh, so, der Zylinder hier. Okay. So, helf mal mit hier. Oha, jetzt geht's richtig flott. Oh mein Gott. Oha. Alter. Yo. Alter, das geht ja richtig schnell. Wieso geht es mit ihm auf einmal so schnell? Oha. Sehr schön. Schon mal Licht. So, warte mal. Jetzt haben wir zwei von zwei. Wieder an. Oh, wir müssen was Neues machen. Okay. Oh, Gastanks. Okay. Wir müssen die nachfüllen. Wir brauchen Benzin dafür. Lass das Benzin holen. Da vorne muss irgendwo Benzin sein. Hier hinten irgendwo? Ich laufe mal gerade außen rum. Ach, wir können mit dem. Wir können, glaube ich. Was können wir? Oh Gott. Oh Gott, da ist der Killer. Nein. Oh Gott, ja. Bei dem einen Benziner ist der, Killer da hinten. Lauf weg, Kaspar. Ja, alles gut. Ich habe einen Benzinkanister in der Hand, aber die sind ganz schön schwer. Ja, ich versuche hier halt auch einfach mal irgendwo jetzt hinzukommen, aber wo soll ich jetzt reinfüllen? Siehst du den Tank, der da hinten fast voll ist? Da ist der Killer gerade. Oh. Oder? Okay. Ja, genau, da ist der. Ist irgendwo in meiner Nähe. Aber mir auch, ich höre es ganz kurz. Mein Herz pocht die ganze Zeit. Oh, nein! Okay, ich fülle das da rein. Ich mach's gerade voll. Oh Gott. Ja, sehr gut. So, ein bisschen vollfüllen. Oh Gott. Wo bleibt der Killer? Wo kommt der? Los. Oh. Da vorne ist einer verletzt. Oh nein, das ist der Killer. Reinfüllen. Zu mir. Los. Oh mein Gott, der hat gerade jemanden umgebracht. Oh Gott. Ich will's rein. Der hat jemanden umgebracht. Oh mein Gott, er hat mich getroffen. Aua. Warte, ich kann ihn rausholen hier. Oh mein Gott, ja, hol den mal raus da. Hier, komm. Mach mal. Ich will hier in der Zwischenzeit rein. So, ich mach auf hier. Kein Problem, Kollege. Oh Kasper, der Killer ist bei dir. Nein. Lauf! Au, Bruxo! Lauf! Ich laufe um mein Leben, aber ich bin halt einfach nicht so schnell mit dem Kanister. Du musst durch die Türen, um die Türen zu machen. Ah, okay, das ist dann nicht so schnell. Okay, gut zu wissen. Hier rein? Warte mal, ich kann auch noch hier reparieren, glaube ich. Oh Gott. Oh Gott, der eine Kanister ist fast voll. Der eine Tank. So. Oh, ich brauche noch einen Benzinkanister da hinten. Hier hole ich noch mal einen ab. Oh Gott. Also einer ist schon wieder eingesperrt, sich gerade. Ja, den können wir gleich befreien, da haben wir ein bisschen Zeit, ja. Oh Gott, er wurde schon befreit, lol, okay. Okay, sehr... Nein! Ist der Killer da vorne? Ich alleine gegen den Killer! Okay, warte mal, ich muss da vorne das so vollfüllen. Wo ist er? Oh mein Gott, ich hab ihn so ausgetrickst! Ich glaube jetzt extra außen rum. Oh mein Gott. Der wird mich niemals sehen. Oh mein Gott. Oh, der ist direkt neben mir. Nachfüllen! Ah! 70, 80! Oh Gott, ich bin hier, glaube ich, gerade safe. Ich verstecke mich gerade hinter so einem Gebüsch. Oh, ja, ich schaff's! Und? Ja? 97, 9. Ja, ersten voll! Sehr schön, sehr gut. Und jetzt rennt er. Okay. Er ist da vorne. Okay, schnell. Nur noch ein letzter Kanister für den letzten. Ich hol das auf! Mach es! Ich füll gerade! Fürs Team! Ich komm mit dir auch mit! Ja, ist voll gefüllt! Okay, wo jetzt hin? Entkommen! Lauf! Oh mein Gott! Okay, wir müssten zu den Ausgängen. Du musst mich einhüllen, er ist ein Meter hinter uns. Ah! Du musst laufen. Er hat was! Nein! Ah! Kaspar, ist hinter mir! Ich bin gefangen, du musst mich nochmal holen, Broxo. Ehrlich? Okay, warte. Ja. Oh nein. Komm schon. Oh, er ist hinter mir. Hol mich bitte. Hol mich. Er ist hinter mir. Komm schon, einer muss mich doch befreien hier drüben. Oh, er hat mich trotzdem getroffen, obwohl ich schon durch war. Hä, was? Befreie dich gerade. Oh mein Gott, du Ehrenmann. Kannst du mich healen? Dann heal ich dich auch. Heal du mich. Ja, heal du mich auch. Ey. So, komm mal her. Wir haben noch 40 Sekunden, um rauszukommen. Ja, schaffen wir. Alles gut. Oh mein Gott. Heal du mich auch nochmal gleich. Ja. Okay, so. Und wir müssen auch direkt los. Wir haben keine Zeit mehr. Direkt durch die Scheune da vorne. Ja. So, okay, hier noch mit Pflaster drauf. So, jetzt komm, lauf! Danke, Abflug! Lauf, so schnell wie du kannst! Ich glaube, der wartet da jetzt vorm Ausgang, ne? Egal. Ich höre ihn doch da vor uns! Da ist er auch! Er kommt! Mann! Er sieht mich nicht! Den anderen Eingang!
Ha! Nein! Nein! 10 Sekunden! Ja! Ja. Oh mein Gott, er hat mich noch einmal kurz getroffen. Boah, ich bin gerade entkommen, ne? Ich auch, oh mein Gott, oh. Sehr gut. Ey, Kasper, das war auf jeden Fall echt heftige Runde. Kasper, wo bist du überhaupt? Ich wurde noch einmal getroffen eben vom Bunker und bin deswegen jetzt der Killer. Was? Nein. Ich bin jetzt der Killer. Okay, Jungs. Wir müssen uns zusammenreißen, kommt raus, okay? Ich hab Hunger auf Fleisch. Ah, ich werde dich gleich holen, Broxer. Ich kann den Bunker nicht verlassen. Doch jetzt. Okay, bist du bereit? So, wir checken mal ein bisschen die Location ab, okay? Kommst du mit, kleiner Mann? So, hier ist gar nichts los. Sieht auf jeden Fall, sieht da eigentlich alles ganz gut aus, muss ich sagen. Hier ein bisschen Benzin. Ich riech euch. Ich rieche euch. Nein. Wo seid ihr? Wen habe ich da gerade gesehen? Wen habe ich hier? Wer füllt hier? Nein! Okay, hast nochmal Glück. Na! Ja. So, das war's mit dir. Und zagaboom, bang, pow, bam, das sag ich zu dir. Hast du einen geholt, oder was? Natürlich. Wo ist der Nächste, hä? Vorne. Da steht doch schon wieder einer. Ah, nein, ihr wird nicht befreit. Hast du mich verstanden? Ich mach mal kurz den hier, bam! Mm-hmm. Oh mein Gott, hast du den eben befreit etwa? Vielleicht. Ich glaub nicht, dass du mir so in den Rücken fallen kannst. Vielleicht. Glaub ich nicht. Bleib stehen, Broxo! Komm doch. Was ist denn hier drin? Ah! Hä? Was macht denn der hier drin? Oh, läuft hier noch einer. Befreist du da... Broxo Kowsko! Wirst du wohl da drin... Ich kann das auch kaputt machen, die Wände, ne? So ist nicht. Mach doch. Nein, hier läuft gerade... Oh mein Gott. Dich kill ich auch! Roar! Ich komm hier gleich in deine Hütte rein. Bist du hier noch drin, Herr Broxokowski, oder? Da ist er abgehauen. Wo bin... Das glaube ich nicht! Du musst jetzt sofort stehen bleiben! Wo bist du? Hä, wo bist du denn jetzt hin? Hier vorne? Wo bist du? Das kann ich nicht glauben! Wo bist du hin? Abgehauen! Oh, hier läuft doch einer! Vorne! Abgehauen! So nicht, mein Freund! Bam! So, da vorne, die füllen hier alle auf! Hey! 3 Leute! Ja, ja! So, erster, komm, dann hol ich mir den nächsten hier. Oh Gott. Und, nein, bam! Der ist rausgegangen, Idiot! Und dich hol ich auch noch! Okay, der eine ist gerade einfach rausgegangen. Bah, du denkst wohl, du kannst mich austricksen, wenn du darüber springst. Was ist hier los hier hinten, hä? Was willst du? Willst du auch noch Stress oder was? So, hier mal ein bisschen was hinbauen, ne? Ach, was hatte die für ein Glück, ey. Ist immer sehr gut, wenn man was hinbaut. So, platziere ich hier mal eine Falle, so. Sag mal, hier wird doch schon wieder aufgefüllt, oder? Füllt ihr hier schon wieder auf, oder was macht ihr hier? Nein. Besser ist er auch. Aha, kann ich hier noch was platzieren? So, da solltet ihr eigentlich reintreten, ne? Hab ich vielleicht Glück. Okay. Oh, da läuft doch schon wieder einer hier. Bam! Na, so ist das, ey. Verlier mal schön dein Benzinkanister. Ja, ja. Okay. Oh Gott, was höre ich hier? Ist da einer in die Falle getreten? Hier, du doch hier vorne. Lauf, Mädel! Ja, dich hab ich auch. Sehr schön. Ah, ja. Vorne irgendwo? Muss ich hier hinten lang? Hier! Wo bist du, Broxo? Bam! Du liegst! Hast du das verstanden? Und du da vorne liegst auch gleich. Dich hab ich. Ihr müsst alle weglaufen. Hey! Ihr befreit jetzt euch nicht hier. Du wirst hier. Ihr müsst alle weglaufen. Lauft alle weg. Ihr befreit euch jetzt nicht mehr hier. Habt ihr mich verstanden? So. Sag mal, da hinten wird doch jetzt nicht etwa der Kanister gerade gefüllt. Das glaub ich. Bist du das etwa, Broxo? Bist du das etwa? Ja, okay. Mach mich, befrei dich. So, das sag ich dazu. Du hörst jetzt auf, oh, zu wir müssen jetzt die Generatoren fixen. Hast du das verstanden? So, du liegst auch. Aber praktisch. Machen wir sehr gut. Wo seid ihr denn alle hier schon wieder? So, ich hole euch jetzt, hier. So, wo seid ihr da hinten irgendwo? Sehr gut. Okay, was sehe ich denn da? Was sehe ich denn hier? Ein Generator wurde angemacht. Was sehe ich hier?
Oh nein, ein Generator wurde angemacht. Du bleibst stehen. Du bleibst stehen! Ja, sehr gut. Okay. Aber wo bist du, Broxo? Du versteckst dich doch hier irgendwo, oder? Das würdest du gern wissen, wo ich gerade bin, ne? Natürlich! Oh Gott, machst du da etwa gerade den Generator heile? Weiß ich nicht, wovon du redest. Hast du den da gerade? Und den zweiten haben wir angemacht. Jetzt reicht's mir! Hä, wo bist denn du? Und den zweiten. Wo bist denn du überhaupt? Oh, du wir müssen noch eine Sache machen. So, du liegst auch, hast das verstanden? So, du da hinten liegst auch jetzt gleich. Nein! Ihr wird nicht befreit! Bam! Ah. Ihr lauft hier nicht rum, habt ihr das verstanden? Ihr lauft hier nicht rum! Bam! So, du hast auch... Sag mal, wie oft soll ich euch denn noch holen? Ich habe schon 10.000 Mal geholt, alle. Ja, ja, kannst mal sehen hier. Gute Teamarbeit. Bam! Du liegst auch jetzt, hast du das verstanden? So, sag mal, komm. Ich hab dich noch nicht einmal gesehen, glaube ich. Ich bin auch gut versteckt. Ja, du läufst halt immer richtig komisch rum irgendwie. Nee. So, dich haben wir auch. Du liegst auch! Bam! So, sehr schön, sehr gut. So, mal gucken, wo soll das Ding jetzt hingemacht werden? Jetzt bin ich mal gespannt. Oh. Hör ich doch Herzen. Ach, hier. Ich höre hier hinten Angst. Oh, da muss wohl... Ah. Ich höre Angst. Ich höre Angst. Ich höre Angst. Ich hab was reingepackt. Das ist schon mal sehr gut. Ah! Ja! Du denkst, du kannst vor mir entkommen, hä? So nicht! Ah. So, hier erstmal eine So. Ah. Okay. Wo bist du, hä? Bist du hier drin, hä? Bist du hier drin oder wo bist du, hä? Bist du, du bist doch hier in der Nähe irgendwo, im Busch. Aua. Ich wurde getroffen. Machen die anderen überhaupt irgendwas? Du versteckst... Ja, die machen nichts, weil die schlecht sind. Gefühlt mal ihr seid ein ganz schlechtes Team. So, hier haben wir da schon was reingepackt? Oh ja. Oh, ich hab hier einen... So, du wirst hier erstmal... So, das ist mit dir hier, Alter. Ich krieg hier so viel XP, ich bin die ganze Zeit Level up. Und hier drin wird gespielt. Oh, ich bin auch die ganze Zeit Level up. Hier drin wird gespielt. So. Sehr schön, okay. Was machst du? Oh, bist du in der Falle? Oh, das tut mir leid. So, komm, Kollege, wir holen das hier raus. Wo sind die Nächsten? Ich muss wieder meine Schreiattacke, dann weiß ich wieder genau, wo ihr alle seid, ihr Kleinen. Die willst du jetzt gerade gern haben, die Schreiattacke, ne? Okay. So, wo jetzt? Wen sehe ich hier? Wen sehe ich da hinten, hä? Wen sehe ich da? Wen hab ich da? Wer ist heute Nacht tot? Broxo! Ich hab dich ausgewählt! Ich habe dich ausgewählt! Du brauchst hier gar nicht so eine Barrikade bauen. Da komme ich nämlich rein. Und du brauchst hier auch gar nicht abhauen. Ich komm hier aus. Abhauen! Abhauen! Keine Chance hast! Mach auf! Abhauen! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo bist du, hä? Wo bist du? Wo bist du hier? Wo seid ihr? Haut ihr gerade alle einfach schon ab? Ihr haut doch nicht etwa ab! Oh mein Gott, die sind alle abgehauen schon! Ist hier überhaupt noch jemand am Leben? Ja, hier vorne? Da muss ich wohl am Ausgang warten. Da laufen sie alle, ich glaub's nicht! In den Bunker rein, ich glaub's nicht. Wo bist du? Wenigstens noch dich, Broxo. Nein. Wenigstens noch dich. Bist du schon im Bunker drin? Ja, ja. Du bist schon im Bunker? Ich hab's schon geschafft. Das kann ich mir nicht glauben. Hätte ich mal holen sollen. Das kann ich nicht glauben, dass du das schon geschafft hast. Da sehe ich ein Herz da ganz hinten noch. Das glaube ich nicht. Das schaffst du im Leben nicht! Nein! Du wirst nicht entkommen! Nein! Du wirst nicht entkommen! Ah! Ah! Nein! Dreck vom Ziel! Gewonnen! Nein! Ja. Mano! Das soll's für die Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wenn es so ist, checkt auf jeden Fall gerne die beiden Videos aus. Und haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.